Hallo meine Lieben, heute habe ich wie gesagt auch gleich noch ein zweites Video für euch und darin geht es um den Cricut Design Space. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich euch die App-Version gezeigt habe. Heute geht es um die Desktop-Version, weil es da ganz einfach auch noch ein paar Möglichkeiten mehr gibt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Wenn ihr den Cricut Design Space auf eurem Desktop geöffnet habt, dann sieht die Seite in ungefähr so aus. Natürlich ist bei euren Projekten dann was anderes drin. Das sind einfach die Projekte, die ich schon vorher gemacht habe und es spielt hier auch keine Rolle, ob ihr die auf der App gemacht habt. Wenn ihr die in der Cloud gespeichert habt, dann könnt ihr die effektiv auch hier sehen. Starten wir aber jetzt zuerst mal hier oben. Da habt ihr das Menü, wo ihr euer Profil angucken könnt. Ihr kommt immer auf die Startseite. Ihr könnt hier direkt auf den Arbeitsbereich rüberspringen, die Maschine einrichten, Kalibrierung und so weiter und so fort. Auch Cricut Access, also da habt ihr ganz viele Möglichkeiten. Da gehe ich jetzt nicht einzeln drauf ein. Dann, wenn wir uns den Desktop eben angucken, dann habt ihr hier meine Projekte. Da könnt ihr auch alle angucken oder ihr könnt einfach durch die Liste durchgehen. Und wenn ihr auf euer Projekt draufklickt, dann wird das Ganze angezeigt und auch angezeigt, was ihr hier verwendet. Da könnt ihr das noch weiter anpassen, das heißt auf im Arbeitsbereich bearbeiten oder gleich auf Herstellen gehen. Bei den anderen Projekten, das heißt alles, was hier Cricut Access steht, das sind alles Projekte, die entweder frei zur Verfügung stehen oder einen kleinen Beitrag kosten. Hier habt ihr die Möglichkeit, ihr seht jetzt Cricut Access. Bei mir werden jetzt nirgendwo Beträge angezeigt, weil ich effektiv den Access habe. Und da könnt ihr euch wirklich überlegen, ob ihr das machen wollt. Ich finde es eine coole Sache, weil wenn ihr guckt, wenn ihr die Raten monatlich bezahlt, dann seid ihr bei 10 Euro. Wenn ihr es jährlich bezahlt, dann seid ihr bei einer Monatsrate von 8 Euro. Und wenn ihr das vergleicht, wenn ihr zum Beispiel bei Makerist eine Datei kauft, die ist in der Regel zwischen 3 und 4 Euro, da würdet ihr jetzt pro Monat 3 Dateien kaufen und dann seid ihr schon auf dem Beitrag, den ihr für den Cricut Access bezahlt und da habt ihr wirklich Tausende von Vorlagen. Wenn ihr nach was suchen wollt, dann könnt ihr hier auf alle ansehen, draufgehen und dann habt ihr entweder ihr sucht nach einem bestimmten Thema oder auch nach meine Projekten, meine Favoriten oder in bestimmte Themen oder ihr könnt hier einfach einen Suchbegriff eingeben. Ich gebe jetzt mal Christmas ein und da seht ihr schon, ihr habt wirklich ganz, ganz, ganz viele Projekte zur Verfügung. Bei den einzelnen Projekten, ihr habt immer schön ein Bild davon und wenn ihr draufklickt, dann seht ihr eine kleine Beschreibung, die endgültige Größe von dem, wie das gedacht ist, was ihr braucht an zuschneidenden Materialien und sonstiges, eben auch die Mat, die ihr braucht. Vorbereitung, Schneiden, Zusammenstellen und wo ihr noch mehr Hilfe bekommt. Und ja, da könnt ihr eben auch gleich auf Anpassen oder Herstellen gehen. Und hier drüben würdet ihr, wenn ihr jetzt keinen Access habt, dann würdet ihr den Betrag sehen. Wenn ihr hier oben Punkte habt, dann hat es effektiv noch weitere Bilder dazu. Da könnt ihr einfach durchklicken.
Was ihr mit dem Stern machen könnt, das ist, ihr könnt euch das einfach markieren für später, dann wird es in euren Favoriten ersichtlich sein. Gehe jetzt wieder zurück auf die Startseite, weil wir hier oben auch noch, na, ihr könnt hier auf meine Projekte gehen und hier könnt ihr die Maschine auswählen. Ich habe die Cricut Joy, den Cricut Maker und Explore Family. Und auch hier könntet ihr direkt einfach ein neues Projekt anlegen. Ich nehme jetzt ein bestehendes Projekt, um das euch einfach zu zeigen. Und da sage ich anpassen. Da seht ihr auch, was ich gemacht habe. Ich habe ganz viele kleine Punkte und dann einen Schriftzug und eine Outline, alles auf Schneiden gestellt. Das sind die Ebenen, die hier enthalten sind. Gucken wir uns zuerst das Menü hier drüben an. Ihr könnt hier neues Projekt gleich anlegen. Da müsstet ihr einfach drauf gucken, dass ihr vorher das, was ihr gemacht habt, wenn ihr das wollt, behalten wollt, dass ihr das speichert. Dann gibt es Vorlagen. Das ist ein Menü, was effektiv auf der App nicht zur Verfügung steht. Und zwar könnt ihr da drauf gehen. Und da könnt ihr zum Beispiel, nehmen wir T-Shirt. Sie könnt hier suchen auch nach zum Beispiel Fashion. Und dann habt ihr hier zum Beispiel Classic T-Shirt. Es wird euch angezeigt. Da könnt ihr auch noch aussuchen, was ist es. Ich nehme jetzt Woman Short Sleeve und die Größe nehme ich ein Large. Weil so kann ich dann gucken, wie jetzt mein Element darauf aussehen würde und kann das entsprechend in der Größe anpassen, wenn ich das zum Beispiel nur hier auf einer Seite haben möchte oder als komplettes Design über das T-Shirt drüber. Oder man kann ja auch mal was anderes machen und das irgendwie so unten. Tendenziell hat man die so in der Mitte, aber einfach, oder eben auch, wenn es auf dem Rücken sein soll, wie groß das in ungefähr sein sollte. Das gibt euch einen guten Anhaltspunkt. Und eben, da gibt es nicht nur T-Shirts, sondern da gibt es auch ganz viele andere Sachen. Dann Projekte, da kommt ihr wieder zu den Projekten zurück. Bilder. Gehe jetzt hier einfach mal auf, was könnte man nehmen? Science and Technology. Und dann kriegt ihr hier Bilder, die ihr dann wieder in euer Projekt übernehmen könnt. Ne? Low Battery, Bild einfügen. Und dann habt ihr hier ein Low Battery Symbol. Und ihr seht auch, ne, ihr könnt effektiv mehrere Elemente in euer Projekt einfügen. Das muss nicht nur eins sein. Text einfügen, da könnt ihr einfach, ich gebe jetzt einfach mal Test ein, macht es ein bisschen größer. Bei den Elementen ist es immer so, ihr könnt hier drehen. Ihr könnt vergrößern, verkleinern. Hier könnt ihr das Sperren aufheben und das zum Beispiel in anderen Dimensionen verzerren. Was ich bei Schriften eher nicht empfehlen würde, weil die sind aus einem ganz bestimmten Grund so angeordnet. Und dann haben wir hier noch das Löschen-Symbol. Und ihr seht auch diese Liste hier. Die ist effektiv so angelegt, dass je nachdem, wo ihr seid, wenn ich jetzt das hier drüben anklicke, habe ich eine andere Auswahl, als wenn ich auf dem Text bin. Das heißt, die sind kontextsensitiv. Beim Text kann ich hier die Schriftart aussuchen und da habt ihr entweder alles oder ihr könnt eure Systemschriften auswählen, das heißt alles, was auf eurem Computer gespeichert ist. Und da drüben habt ihr immer den Namen,
Ja, und dann seht ihr auch mit einem Beispieltext, wie das dann aussieht. Cricut, da habt ihr die ganzen Cricut-Schriften, die ihr herunterladen könnt. Auch hier spielt natürlich wieder das Abo eine Rolle. Wenn ihr kein Abo habt, dann würde hier jetzt der Preis pro Schrift stehen. Und dann könnt ihr quasi einfach eine Schrift aussuchen und das wird dann dementsprechend angepasst. Schnitt, da gibt es teilweise bei Schriften mehrere, das heißt, ne, das Fett, Kursiv, diese Sachen gibt es bei der Schrift nicht. Dann Schriftgrad, Sperrsatz, Zeilenabstand, Ausrichtung, das kennt man alles so ein bisschen aus den Standard-Tools wie zum Beispiel Word oder was auch immer für Bearbeitungsprogramme ihr habt. Es gibt die Möglichkeit, und das ist auch etwas, was nur auf der Desktop-Version zur Verfügung steht, den Text einer Kurve folgen zu lassen. Und ich kann auch angeben, wie stark diese Kurve sein soll. Und dann kann ich effektiv den Text auch zerlegen, dass ich dann die Einzelbuchstaben habe und mit denen arbeiten will. Ich habe kürzlich was gemacht, wo ich einen Schriftzug hatte, der per se eigentlich gut war. Ich wollte einfach den Anfangsbuchstaben groß haben. Dann könntet ihr das aufbrechen, den Rest wieder kopieren. Und dann könntet ihr den Buchstaben hier größer machen. Das macht jetzt bei dem Beispiel nicht so viel Sinn, aber ne, sowas könntet ihr dann damit machen. Und wenn ihr das bearbeitet habt, dann könnt ihr es auch wieder kopieren. Ihr seht aber dann, wenn ich es aufgebrochen habe, sieht hier die Bearbeitungsliste anders aus, weil jetzt ist es nicht mehr Text. Ich gehe jetzt nochmal zurück und jetzt habe ich auch wieder das Ganze als Text. Beim Pfad kann ich sagen, soll es geschnitten werden, gezeichnet, gefalzt, Gravur, Hochprägung, Welle, Perforation, Folie. Das könnt ihr alles bestimmen. Ihr könnt hier auch eine Farbe auswählen und das ist dann zum Beispiel, wenn ihr verschiedene Schriftzüge habt, die für verschiedene Elemente, sagen wir mal, ich habe eine Karte, wo ich mit zwei verschiedenen Goldstiften arbeiten will, die eine unterschiedliche Breite haben. Dann würde ich jetzt bei einem Text würde ich sagen, das ist schwarz, dupliziere den kurz und beim anderen würde ich sagen, der ist violett. Und wenn ich das jetzt herstellen würde, dann würde es mir das in zwei Schritten ausführen. Das heißt, ich kann zwar ins Herstellen-Menü rüber, aber ich kann dann eben, würde dann das erste durchführen und dann würde er sagen, das ist dann der zweite Schritt, was doch sehr hilfreich ist. Auswählen, bearbeiten, anordnen, spiegeln. Das Spiegeln zum Beispiel, wenn ihr mit Flexfolie arbeitet oder Textilfolie, dass ihr das Ganze spiegeln müsst. Ihr könnt die Größe hier angeben. Drehen, an einer bestimmten Stelle positionieren. Das sind Sachen, die muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Das war so ein bisschen das zum Text. Dann gibt es aber auch Formen. Ich kann hier zum Beispiel ein Quadrat einfügen. Auch hier wieder, diese Symbole kennt ihr schon. Ne? Und jetzt seht ihr auch hier oben, die Liste sieht anders aus. Ich habe jetzt Pfad, auch immer noch mit Schneiden, also immer noch dieselbe Auswahl zur Verfügung. Hier füllen, da komme ich gleich noch dazu. Hier habt ihr alles auswählen, bearbeiten, auch wieder das Ganze anordnen, die Größe, das Drehen und das Positionieren. Füllen, da gibt es eine Möglichkeit, wenn ihr das zuerst ausdrucken wollt und dann plotten, dann habt ihr die Möglichkeit, hier unter Drucktyp dann sagen Muster. Und da könnt ihr die bestehenden Muster auswählen, dann führt es euch genau dieses Quadrat aus. Oder ihr könnt auch euer eigenes Muster hochladen. Ich hatte kürzlich einen Adventskalender gemacht, wo ich eine Mattung hatte und da anstatt ein ganzes Papier auszudrucken
Und die Reste dann wegzuschmeißen, könnte man effektiv hier die Kachel genauso groß machen, wie ich die Mattung brauche. Und dann könnte ich das ganz einfach so ausdrucken und dann plotten. Wenn ihr jetzt zwei Elemente habt, wie zum Beispiel einen Stern noch, und ich den hier, wenn ich mit der Maus drüber gehe und beide Bereiche touchiere, dann markiere ich mir die. Dann kann ich die ausrichten, zwar zentriert. Jetzt ist der Stern genau in der Mitte von diesem Viereck. Jetzt kann ich die beiden markieren und hier unten seht ihr beschneiden, verschweißen, verbinden, ebnen. Und wenn ich beschneide, das sieht jetzt immer noch gleich aus wie vorhin, aber hier in der Liste seht ihr, dass da was passiert ist. Wenn ich jetzt den Stern anklicke und den lösche und den zweiten Stern auch noch anklicke und lösche, dann seht ihr, dass es mir diesen Stern aus dem Element ausgeschnitten hat. Das könnt ihr jetzt eben, das ist es, aufteilen, aber wenn ich jetzt ein Element haben will, wo ich zwei Kreise miteinander verbinden will, Ctrl-C, Ctrl-V, das kurz kopiere, aus was für einem Grund auch immer ich diese beiden überlappenden Kreise brauchen würde, dann kann ich die auch markieren und dann kann ich sagen, verschweißen. Und jetzt ist es ein Element. Das sind nicht mehr zwei Kreise, sondern das Element hat die Kante hier, die geht so rum. Alles andere wurde aufgelöst. Das ist das, was ihr machen könnt, wenn ihr einzelne Elemente habt. Sagen wir, wir haben den Text hier erweitert, zerlegt. Das sind jetzt vier Teile. Wenn ich das jetzt so auf den Plotter übergeben würde, dann würde er mir das so auf der Matte platzieren, dass er die einzelnen Buchstaben so auf der Matte anlegt, wie es am platzsparendsten ist. Wenn ich aber will, dass die genau da bleiben in Relation zueinander, dann muss ich die markieren und sagen verbinden. Weil dann bleibt das alles ein Paket. Das sind die Formen und dann haben wir auch noch Hochladen und da zum Beispiel eben die kürzlich hochgeladenen Bilder drin und hier oben eben das, was ich gesagt habe, ihr könnt auch eure eigenen Muster hochladen oder ein Bild hochladen, was ihr dann verwenden könnt. Wenn ich jetzt hier mein Element habe und man sieht es hier unten fast nicht, wenn es ausgeblendet und ich mit der Maus nicht drauf bin, aber hier könnt ihr effektiv auch die Größe von euren Arbeitsbereich, also der Zoom, den könnt ihr hier einstellen. Und hier seht ihr auch den Lineal, den könnt ihr einstellen, ob ihr den in Inch oder Zentimeter haben wollt. Wenn ihr das Ganze dann fertig eingerichtet habt, dann könnt ihr hier auf Herstellen gehen. Und dann werdet ihr quasi durch das Programm durchgeführt, wo ihr die Matte auswählt, das Material auswählt und das Ganze dann ausplotten könnt. Ich mache das hier jetzt nicht, weil ich das Video wirklich kurz halten wollte. Guckt euch auf jeden Fall das Video an, was ich da zur Cricut Joy gezeigt hatte. Dann seht ihr nämlich diesen Vorgang auch wunderbar und dann muss ich das hier gar nicht mehr wiederholen, was ich eh schon alles einmal gesagt hatte. Vielleicht noch zum Menü drüben, das hatte ich gar nicht erwähnt. Ihr habt hier, wenn ihr eins auswählt, ihr könnt es auch duplizieren, dann würde es euch einfach eine Kopie davon erstellen. Ihr könnt es löschen, wenn ihr mehrere ausgewählt habt, dann könntet ihr die kopieren, zerlegen. Und das hier unten hatte ich vorhin gesagt. Das Auge, das bedeutet, ich kann etwas einblenden oder ausblenden. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Schriftzug hier nehmen, den seht ihr im Moment, wenn ich den ausblende, ist der weg. Einblenden, ausblenden. Das ist das, was ihr hiermit machen könnt. Und mit dem Ein- und Ausblenden definiert ihr auch, ob das an den Plotter mitgegeben wird, wenn ihr jetzt auf Herstellen klickt. Ja, und wenn ihr das dann gemacht habt und das Ganze ausgeplottet habt, dann könnt ihr effektiv hier auf Speichern und dann aussuchen, wo euch das Ganze speichert. Und ja, das ist eigentlich auch schon der ganze Zauber an diesem Cricut Design Space.
Das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, einfach nur, um euch hier kurz auch so ein bisschen die Unterschiede zu zeigen zu der App-Version und dass ihr so ein bisschen seht, was in diesem Cricut Design Space drin ist, falls ihr damit noch nie gearbeitet habt. Aber das war's eigentlich auch schon für heute. Wenn ihr da gerne auch mehr dazu sehen möchtet, also ich werde in meinen Videos natürlich immer auch zeigen, wie ich den Design Space einsetze. Aber wenn ihr da wirklich ein komplettes Training haben möchtet, wo ihr auch Fragen stellen könnt, da kann ich euch das Training vom deutschen Cricut Team echt auch empfehlen. Ich habe da selber teilgenommen. Das sind 3 Stunden für ca. 30 Euro. Ich war bei der Melli, da mache ich euch auf jeden Fall einen Link unten rein. Das war wirklich super hilfreich und auch mit der Melli super sympathisch. Von dem her, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und naja, wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!